Sehr spannend. Oh, er spielt immer den. Er ist nervt. Gut, jetzt komme ich schnell zu A5. Also das ist klar besser für Weiß. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Frage ist hier, Springer D5, Springer A4, vielleicht Springer D5 tatsächlich hier. Um den anzugreifen. Dann kann er seinen schönen Läufer erstmal abgeben. Das ist mit Sicherheit besser für Weiß. Wenn ich das hier schon aufreiße. Vor allen Dingen, ich habe auch Entwicklungsvorsprung in der Stellung. Vier Figuren im Spiel, er hat nur. Jetzt macht er den. Okay, aber das ist natürlich fürchterlich, weil ich natürlich Dame G4 habe hier, ne? Worüber denke ich nach? Der hängt doch hier mit Schach. Kann ich auf H1 nehmen? Und ich habe Springer F4. Ui, Springer F4, was macht er denn dagegen? Ja, Lecco Mio. So direkt hier. Ne? Lecco mio Asche Blanco, wie wir gesagt haben, in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Kennt ihr den? Läufer C8. Na, da hacken wir rein. Ja, lassen wir den Turm stehen. Wen interessiert denn der Turm? Es droht hier alles. Und wenn er nimmt, kommt Springer E6. Er nimmt raus. Ich glaube, ich nehme einfach so und dann ist Springer E6 matt, ne? Amisoka, danke für alles. Was du da. Jawohl! Das war wohl ein geiler Sieg, oder? Der war richtig geil. Total langsam. Das ist natürlich die Schnelligkeit, das ist ein Problem bei mir. War das nochmal hier? Irgendwie so, ne? Keine Ahnung. Danke für den Sub, Guybrush, Threepwood. Das ist ärgerlich, ne? Muss man einfach sagen. Unnötig. Läufer E4, wieso macht er den? Kapiere ich nicht. C5 weiß ich nicht, ich gebe ihm das Feld D5. Wahrscheinlich Quatsch. Vorschieben nach A6 den Bauern und dann Turm B7. Das ist eine Idee, okay. Ja, hier kannst du nicht rein auf der E-Linie, deswegen das interessiert mich nicht. Machen wir Turm B7. Oh, da läuft der Bauer. Auf A6, vielleicht den Decken einfach, damit der Bauer nicht einfach so durchlaufen kann. Greife jetzt mal an. Jetzt droht hier geschlagen zu werden, dann Turm B1. Kommt der da raus? Läufer C, ach nee, Läufer C4, König F7. Machen wir den. Springer F4, C7. Oh, was für eine geile Partie! Ja, gibt noch einen Schach.
Boah, was war das eine geile Partie, ey. Hikaru hat gewonnen. Ich habe den nicht mehr ernst genommen. Das war richtig schlecht. Das ärgert mich jetzt, weil ich nicht mehr hingeguckt habe. Aber das zeigt doch, dass ich zu schlecht bin, ne? Also muss man einfach sagen. Mangelnde Konzentration. Läufer E6. Was ist das denn? Jetzt bin ich wieder ein bisschen angepisst. Das darf man niemals aus der Hand geben. Shit. Auch sowas wieder, ne? Habe ich überhaupt nicht gesehen. Okay, G3 geht ja noch, ne? Aber das ist natürlich. Boah. Jetzt muss ich den decken da. Kauli, danke. Läufer F5, droht den hier, ne? Dame C6. Läufer E4 ist ein bisschen unangenehm. Machen wir den. Naja, kann Bauern gewinnen, das habe ich gesehen, aber ich hatte gehofft, dass ich hier Kompensation habe. Dank des starken Läuferpaars. Ja, das Läuferpaar ist schon stark. Ich habe viele Felder, ne, die ich abdecke mit dem mit den Läufern. Aber natürlich habe ich schon wieder gar keine Zeit mehr, ne? Darth Grinder, danke für den Sub.